Herzlich willkommen hier bei Channel Partner TV. Ich begrüße ganz herzlich heute im Studio Christian Behrens. Christian Behrens ist Director der IBM-Einheit bei Avnet Technology Solutions und gleichzeitig Leiter der Avnet Academy. Herr Behrens, wenn wir jetzt in Ihrer Rolle als Avnet Academy Leiter mal die Entwicklung am Markt betrachten, dann stellen wir ja fest, dass es im Moment in absehbarer Zeit in den Unternehmen einen großen Generationswechsel geben wird in den IT-Abteilungen. Was bedeutet das für diese Unternehmen und was bedeutet es zum anderen auch auf die Dienstleister, die diese Unternehmen betreuen? Wenn wir bei den IT-Abteilungen anfangen, ist es sicherlich eine Herausforderung, vor denen die stehen, dass heute, nehmen wir als Beispiel zum Beispiel in einer Mainframe-Umgebung, ein Generationswechsel von heute, Mainframe-Abteilungen werden heute geleitet in hohem Maße von einer Ü50-Generation. Und es gibt dort ein konkretes Nachwuchsproblem, einfach in der Ausbildung Leute zu finden, die diese Technologien auch in der Zukunft beherrschen. Denn die Mainframe ist nicht tot, die wird es weitergeben. Auch andere Technologien kommen zunehmend auch in die Jahre und werden aber weiter in den Rechenzentren bestehen bleiben. Sodass einfach ein konkreter Ausbildungsbedarf entsteht, den wir von der Avnet Academy mit technischen Ausbildungen begleiten wollen, aber auch in der Beratung von Konzepten, wie man dem begegnen kann. Also gibt es konkrete Beispiele, wie wir eingebunden werden von Kunden, einfach in der Hilfestellung. Was brauche ich für Leute? Wie muss ich die ausbilden, sodass ich vorbereitet bin auf die nächsten 10 Jahre und den Generationswechsel, der mir in den nächsten Jahren einfach bevorsteht? Ist es jetzt ein spezielles Problem bei den Mainframe-Umgebungen in den Unternehmen, dass man sagt, da gibt es eigentlich im Moment wirklich das größte Problem, weil es da keine Nachwuchskräfte gibt, die sich wirklich tatsächlich mit den Mainframe-Lösungen auskennen? Oder würden Sie sagen, das ist schon auch ein Thema, das sich eigentlich in der gesamten Branche inzwischen rauskristallisiert? Also es ist ganz und gar nicht nur Mainframe, das war ein Beispiel, wo es sicherlich sehr, sehr herausragend ist vom Generationenwechsel. Mhm. Aber ich denke, das trifft alle Technologiebereiche. Und auch durch den schnellen Wandel und die Komplexität, die in den Rechenzentren und in den Anwendungen und Infrastrukturen heute einfach immer schneller dreht, ist der Ausbildungsbedarf extrem hoch, um halt damit Schritt halten zu können. Und wenn man sich jetzt mal die Rolle der Partner noch mal vor Augen führt, welche Chancen und welche Risiken gehen denn damit für die Dienstleister, die eben diese Häuser betreuen, eigentlich einher? Chancen wie Risiken. Also die Chance ist natürlich, dort eine Rolle einzunehmen, entweder die Ausbildung mitzugestalten oder aber sich in den Kunden und noch besser zu positionieren mit Fachkräften. Das heißt aber natürlich auch das Risiko, die Fachkräfte zur Verfügung zu haben, die Ausbildung im eigenen Haus auch so voranzutreiben, dass man mit diesem Wandel Schritt halten kann und diese Position dann auch beim Kunden einnehmen wird oder werden können. Also das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen und Risiken gleichzeitig für die Systemhäuser und für unsere Geschäftspartner, dass die jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt in diese Ausbildung ihre eigenen Ressourcen investieren. Wir sehen da aber hohe Affinität dazu, also das da rein auch zu investieren. Es ist sicherlich eher zu sehen, wo kriegen wir die Fachkräfte her, um die dann entsprechend mit einem Basiswissen weiter schulen zu können, um diese Rollen einzunehmen. Ja, dieser Fachkräftemangel ist ja auch schon eine ganz, ganz große Herausforderung für die Partner selbst. Jetzt auch noch der Generationswechsel bei den Unternehmenskunden, speziell in den IT-Abteilungen. Wie unterstützt die Avnet Academy die Partner dabei, diese Herausforderungen zu meistern? Wenn man die zwei Hauptgeschäftsfelder, mit denen wir uns beschäftigen im Ausbildungsbedarf heute, das ist Virtualisierungstechnologien jeglicher Art, aber auch dann in unserer Partnerschaft mit IBM, in unserer Rolle als Trainingsprovider für die IBM-Technologien, ist es konkret so, dass wir starken Wert darauf legen, zum einen einen guten Mix zu finden zwischen klassischem standardisierten Training, also Klassenraumtraining, standardisierte Kurse, die ein Basis, aber auch ein Spezialwissen vermitteln und darüber hinaus eine hohe Beratung auch bieten, individuelle Trainingsbedürfnisse der Kunden direkt adressieren zu können. Also wirklich, dass wir mit dem Kunden und mit unseren Trainern zusammen die Kundengespräche führen und um auch
die Möglichkeit zu geben, nicht nur standardisiertes Training, sondern auch individuelles Training anbieten zu können. Das Ganze mit vielen Übungen und technischen Unterstützungen durch die Labs entsprechend dann auch anbieten zu können, sodass auch der Praxisbezug stark gewahrt bleibt. Und wenn jetzt ein Partner beispielsweise einen Bedarf sieht bei seinem Kunden, dort Ausbildung auch zu leisten und Trainings anzubieten für jetzt die nachkommenden Mitarbeiter in der IT-Abteilung, wenn der Bedarf da ist, aber der Partner es aus eigenen Kapazitäten nicht stemmen kann, inwiefern gibt es dann die Möglichkeit, wirklich auf die Academy-Partner bei Ihnen im Hause, auf die Mitarbeiter zuzugreifen, um diesem Bedarf auch wirklich gerecht werden zu können? Also die FNL Academy ist als solches erstmal eine eigene Geschäftseinheit. Das ist ein ganz eigenständiges Team, das sich ausschließlich um die Ausbildungsbedürfnisse von Partnern und Kunden kümmern. Das heißt also wirklich, das ist nicht angesetzt an irgendeinen Produktverkauf oder so, sondern wirklich dediziert rein um Ausbildung drehend. Was wir tun, ist, die Partner zum einen in unserem Geschäftsmodell immer einzubinden, wo es geht. Wir arbeiten am liebsten mit unseren Partnern als Trainingspartner zusammen, bringen aber auch reine Trainingshäuser mit unseren Partnern zusammen. Es ist ein Wiederverkaufsmodell, also ein Partner kann seinem Kunden Trainingsleistungen nur verkaufen oder er kann eingebunden sein in auch die Lieferung und zur Verfügungstellung des Ganzen. Wir bieten die Infrastruktur und die Plattform an, wir entwickeln die Kurse mit Trainingspartnern zusammen und wie gesagt, am liebsten mit unseren bestehenden Partnern, die ja über ein hohes Spezialwissen verfügen, wo wir dann auch gemeinsam mit denen auch in die Trainer investieren. Eine Zertifizierung wie ein IBM Master Instructor oder solche Ausbildungspfade dann auch mit begleiten und zur Verfügung stellen, denn nicht jeder technische Spezialist ist auch gleichzeitig ein guter Trainer. Da gehört auch eine gewisse Technik und Trainingswissen dazu, wo wir auch Train-the-Trainer-Kurse anbieten, um halt die auch in der Lage zu versetzen, an dem Geschäft mitzumachen. Das heißt aber dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Afnet ist zum Teil dann auch der Kunde des Partners, wenn der Partner eben eine entsprechende Trainingsausbildung absolviert hat und selber als Trainer aktiv ist. Gibt es dann solche Konstellationen? Das Schöne und Neue an dieser Geschäftsbeziehung, dass wir gleichzeitig die Dienstleistung unserer Partner auch für uns einkaufen, um sie entsprechend anderen zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur in der klassischen Distributionsbeziehung als Lieferant für Produkte zu einer Lösung dastehen. Das ist eine neue bidirektionale Partnerschaft, die da entstehen kann. Und auch erfolgreich entsteht. Wenn man jetzt die Pläne anguckt, die Sie mit der Afnet Academy haben für die nächsten Jahre, was können da Partner und Dienstleister noch erwarten? Also welche Angebote haben Sie da noch im Auge? In welche Richtung möchten Sie auch die Academy weiterentwickeln? Also in zwei Richtungen. Sicherlich neben unserem Virtualisierungs- und IBM-Technologie-Portfolio noch mit weiteren Herstellern. Das Trainingsportfolio rund um andere Technologien und Herstellerprodukte auszuweiten, ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Da gibt es auch gute und fruchtbare Ansätze und Gespräche. Und zum anderen schauen wir natürlich gerade im Individual- und in der Bedarfsanalyse, welche Art von Trainings können wir mit unseren Trainingspartnern zusammen entwickeln. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel, was nicht aus dem klassischen Systemhaus-Ansatz herrührt, nämlich Ausbildung für Entwickler, speziell im Bereich Embedded-Entwicklung. Dass man einfach schaut, welche Trainings kann man Entwicklern zur Verfügung stellen, um ihnen mit ihren Tools und Werkzeugen entsprechend besser umgehen zu können. In dem Fall basierend auf Rational als einer unserer IBM-Technologien, wo wir mit einem spezialisierten Partner gerade Trainings entwickeln und speziell für diesen Bedarf und Kundenkreis zur Verfügung stellen wollen. Mal ein bisschen weg, raus aus dem Rechenzentrum, rein in die Entwicklerabteilungen der Kunden. Und könnte man sich vorstellen, dass das künftig auch noch weitere angrenzende Themen gibt, wie jetzt beispielsweise der Embedded-Bereich, zu dem Sie künftig Lösungen anbieten? Sei es jetzt, wenn man jetzt die einzelnen Branchen anguckt und sich da auch auf spezielle Branchenschwerpunkte fokussiert und sagt, okay,
Medizinbranche beispielsweise, da gibt es ja auch ganz spezielle gesetzliche Vorgaben, die man erfüllen muss und. Ist da zu erwarten, dass die Academy auch hierfür spezielle branchenspezifische Ausbildungspfade anbieten wird? Solange es mit Technologie zu tun hat, ja. Wir sind in der Academy ein Technologietrainingsanbieter, technische Trainings. Wir werden sicherlich nicht ein Anbieter für Methodiken oder spezielle Vertriebstrainings, wenn dann wieder in Partnerschaften, aber das ist nicht unser Hauptfokus. Mhm. Wenn es rund um Technologien geht, um das Erlernen und Nutzen von Technologien, dann ist das etwas, wo die Academy in jede Richtung offen ist. Mhm. Sie hatten kürzlich einmal erwähnt, es werde künftig keine klassischen Systemhäuser mehr geben, keine Managed Service Provider, keine Integratoren im klassischen Sinne, sondern Business Solution Provider. Ist das jetzt ein neuer Kunstbegriff, eine neue Kategorisierung oder was steckt eigentlich hinter dieser Idee des Business Solution Providers? Mit welcher Entwicklung verbinden Sie diesen Begriff? Da steckt der Gedanke und die Beobachtung dahinter, dass es zwei Entwicklungen gibt. Zum einen hin zur Spezialisierung, zum anderen hin dazu, nicht in einem festgefahrenen Geschäftsmodell zu agieren, sondern wirklich dem Kunden, der ein Geschäftsproblem IT-basierend lösen möchte, bedienen zu können. In welcher Art diese zur Verfügungstellung von IT-Lösungen stattfindet, ist bei weitem nicht festgeschrieben. Also ich denke, das wird stärker verschwimmen in den Geschäftsmodellen und der Kunde und die Lösung wird noch stärker in den Vordergrund rücken und gleichzeitig mit einer Spezialisierung einhergehen. Der klassische Alles-aus-einer-Hand-Ansatz wird sicherlich immer schwieriger zu erfüllen, ist eine Herausforderung für die Häuser. Und was ich meine ist, dass neben der Spezialisierung gleichzeitig auch das Geschäftsmodell sich in einem starken und steten Wandel dessen, was eigentlich der Kunde an Bedürfnissen hat, anpassen muss. Also das heißt einerseits Spezialisierung, wenn ich jetzt die Kompetenzen des jeweiligen Hauses angucke, auf der anderen Seite aber auch eine, ich sage jetzt mal, eine gewisse Form von Generalisierung, weil wenn ich meinem Kunden wirklich eine komplette Lösung anbieten möchte oder lösungsorientiert mit ihm arbeite, kann es ja auch sein, dass ich Bereiche als quasi Service Provider anbieten muss, sprich cloudbasiert ihm Dienstleistungen als Service oder Anwendungen als Service zur Verfügung stellen muss, auf der anderen Seite aber auch in der Lage sein muss, ihm bestimmte Bereiche seiner Infrastruktur, die er vielleicht auch im Hause behalten möchte, noch als Produkt zu liefern, zu integrieren und dafür auch eine Architektur zu entwickeln. Das heißt, wie soll das dann ein Unternehmen schaffen, beides, also ein Lösungsportfolio anzubieten, gleichzeitig sich zu spezialisieren? Das ist ja eigentlich gar nicht zu stemmen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, der Kunde erlaubt immer mehr, dass auch Netzwerke gebildet werden dürfen, um diese Lösung ganzheitlich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Partner suchen Partnerschaften, suchen spezialisierte Häuser, die ihnen genau diese Lücken dann füllen, um beim Kunden, bei ihrem Kunden, dort trotzdem dann als Lösungsanbieter auftreten zu können, halt dann in einer Partnerschaft oder in einem Ökosystem, um entsprechend das alles abdecken zu können, was diese Lösung beinhaltet. Es ist immer mehr der Schritt hin dazu, sich in dem auszukennen und dort der Spezialist zu sein, wo man beim Kunden wahrgenommen wird, sich aber natürlich gleichzeitig weiterzuentwickeln, entweder aus eigener Kraft oder indem man Partnerschaften eingeht mit Spezialisten. Ja, um Partner genau bei diesem Anliegen zu unterstützen, haben Sie ja schon vor einigen Jahren das Solution Path Programm ins Leben gerufen. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Ausbildungsangebot? Was unterscheidet den Solution Path von den, ich sage jetzt mal, handelsüblichen Ausbildungsangeboten in der Distribution? Ausbildungsmaßnahmen, die man meistens am Markt findet, adressieren immer ein Feld, sei es eine technische Ausbildung, sei es eine Produktausbildung, sei es eine Marketingmaßnahme. Wir versuchen mit Solution Path ganzheitlich zu denken und mit unseren Partnern die Entwicklung zu gehen, zu sagen, was ist der Markttrend, den Markt zu betrachten, die Entscheiderlinien beim Kunden zu verstehen,
das Wissen aufzubauen, um einfach ganzheitlich für sein Unternehmen die Investition zu begleiten, das ist Solution Path. Die Lösung aufzuzeigen, welche Lösungen können entstehen, zum Beispiel in einer Branche, zum Beispiel rund um ein gewisses Bedürfnis, und das dann auch zu verstehen, wo ist der Markttrend, wo ist das Marktpotenzial, was brauche ich dazu, und dann auch die verschiedenen Lücken entsprechend dort so zu ergänzen, dass die gefüllt werden können und der Partner sich in diese Richtung bewegen kann und seine Investitionen zielgerichtet an der richtigen Stelle setzen kann und wir möglichst an vielen Stellen dort anknüpfen und ihm helfen können, diesen Schritt zu gehen. Wie stark individualisiert ist eigentlich dieses Programm? Also schneidern Sie diesen Ausbildungspfad tatsächlich auf ein einzelnes Systemhaus zu oder wird da geclustert? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Also möglichst viel muss geclustert werden, sonst skaliert ein solches System nicht. Es geht aber auf jeden Fall und unmittelbar damit einher, dass die Diskussion irgendwann individuell wird und auch der Bedarf individuell wird. Dafür erwarten wir natürlich auch eine gewisse Zusage und ein gewisses Commitment unserer Partner, also einfach dort auch diesen Weg mitgehen zu wollen. Das spüren wir aber sehr schnell in den Diskussionen, ob es eine Informationsfindung oder eine tatsächliche Investitionsbereitschaft gibt. Und Sie hatten vorher erwähnt, dass es eben auch ein Teil dieses Solution Path Programms ist, die Partner auch dahingehend zu unterstützen, neue Kundenkreise, die sich innerhalb ihrer, zum Teil auch ihrer bestehenden Kunden ergeben, die Partner dafür zu sensibilisieren. Können Sie das noch ein bisschen konkreter fassen? Sind es die Fachabteilungen, die jetzt stärker ins Spiel kommen und die stärker adressiert werden müssen? Oder wen haben Sie da im Auge? Das ist sicherlich genau der Wandel, den es dort gibt. Es werden heute immer mehr IT-Budgets und IT-Entscheidungen nicht mehr klassischerweise vom IT-Leiter gefällt, sondern die Bedürfnisse entstehen in den Fachabteilungen. Und die entsprechenden Entscheidungen, welche Lösungen dazu beitragen sollen, das IT-gestützt eine Lösung zur Verfügung zu stellen, dass diese Entscheidungen wandern immer mehr in die Fachabteilung, wandern immer mehr raus aus der klassischen IT-Abteilung, der natürlich am Ende die Verantwortung für die Umsetzung hat, aber die Lösungsfindung und welche Lösung kommt zum Tragen, das ist sicherlich etwas, was immer mehr in den Fachabteilungen stattfindet. Und für diese Diskussionen müssen unsere Partner sich vorbereiten, die klassischerweise aus dem Systemhausbereich rein im Rechenzentrum agieren. Die unterliegen genauso dieser Transformation, wie die Hersteller das lernen müssen und wie auch wir als Distributor lernen müssen, unsere Partner dort besser darauf vorzubereiten. Und ich muss noch mal fragen, wie funktioniert das ganz konkret, dass Sie Partner dabei unterstützen, diese Fachabteilungen anzugehen? Also ganz konkret, suchen Sie dann auch mit Ansprechpartner oder wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Also wir arbeiten da auch wiederum in Partnerschaften. Auch das Wissen ist ja nicht unmittelbar und nur bei uns. Wir stellen Geschäftsanalyse-Tools zur Verfügung, um genau auch die Kunden zu analysieren und besser zu verstehen, welche Art von Kunden muss man dort adressieren, was ist eine klassische Lösung in diesem Bereich. Aber auch zu schauen, dass wir Berater aus solchen Branchen mit einbinden in Solution Path, die dann mit diesen Partnern entsprechend, mit den Geschäftspartnern dann entsprechend die Diskussionen führen können und auch wirklich beizubringen, wer ist eigentlich der Entscheider und was interessiert den eigentlich? Klassischerweise in einem Healthcare. Wer entscheidet eigentlich über eine IT-basierte Lösung in einem Krankenhaus? Ist es der Chefarzt? Ist es der Abteilungsleiter? Ist es in der Verwaltung? Also, dass man wirklich diese Art von Diskussionen dann wirklich führt und auch zum Richtigen geht und nicht an der falschen Stelle versucht, eine gute Lösung zu positionieren. Sie hatten kürzlich auch eine sehr, sehr spannende Bemerkung gemacht, nämlich Sie sagten, dass für die Evonet Technology Solutions der Solution Path-Gedanke, also dieser Ausbildungsgedanke, der auch innerhalb der Evonet Academy gelebt wird, künftig höher oder weiter vorne rangieren wird vor dem Produkthausgedanken. Das ist als Distributor doch eine sehr ambitionierte Aussage, denn letztlich, auch als Value-Distributor, leben Sie ja auch vom Produkt und von der Vermarktung des Produktes. Was ist darunter zu verstehen? Wie sehen Sie da die Entwicklung für die Evonet?
Also ich denke, die Transformation ist, die läuft. Also die Geschäftsmodelle ändern sich in einem Kanalgeschäft, in diesem IT-Geschäft. Es gibt Schlagbegriffe wie Industrie 4.0, wie Distribution 3.0, Channel 3.0, 4.0, wie man es auch immer nennen möchte. Ich denke, unterm Strich steht für alle die Herausforderung, dass es einen Wandel gibt. Und in diesem Wandel muss die Distribution sich natürlich genauso anpassen. Wir haben früh entschieden, dass wir eine andere Rolle einnehmen wollen als Distributor und anders die Rolle der Distribution für die Zukunft definieren. Nämlich, dass wir unseren Partnern ermöglichen müssen, mehr über diese Lösungen zu sprechen und weniger über das Produkt, auf das die Lösung basiert. Mhm. Und als solches muss ich als Distributor natürlich auch eine neue Rolle einnehmen können und diese Diskussionen zum einen vorantreiben, zum anderen aber auch Rollen einnehmen, die mich zum erweiterten Mitglied des Vertriebsteams unserer Partner machen, um halt solche Rollen auch für ihn einzunehmen. Das Wissen rund um das Produkt, aber auch die Übersetzung in die Lösung, das muss ich mehr und mehr mit zur Verfügung stellen, damit der Partner sich auf seine Kundenansprachen konzentrieren kann und weniger, wie kann ich eine Lösung zusammenbauen. Mhm. Und deswegen auch dieser Ausbau, den wir vorher schon angesprochen hatten, den Ausbau der Academy und auch der Ausbildungspfade in verschiedene Bereiche hinein oder verschiedene Aspekte, die Sie jetzt noch nicht abgedeckt haben bislang. Also Embedded ist jetzt ein Beispiel dafür. Mhm. Also Technologie und Technik-Know-how bleibt bestehen und ist immer noch Bestandteil, weil wir sprechen immer noch über technologiebasierte Lösungen. Und dort geht es einfach direkt einher, dass ein gewisses Wissen über die eingesetzten Produkte natürlich immer noch da sein muss. Mhm. Sei es zum einen, um es zu vertreiben zu können, zum anderen, um es betreiben zu können, sei es auf der Kundenseite oder aber auch beim Dienstleister, der diesen Betrieb dann übernimmt. Und das ist das, was gezielt mit der Academy auch als Bestandteil des ganzen Solution Path adressiert wird. Und zwar nicht nebenbei, sondern ganz gezielt und ganz professionell dort als Trainingsanbieter auch wirklich vom Training selber, aber auch über die Konzeptionierung und über das Finden von Ausbildungsbedarf dort die Partner unterstützen zu können. Jetzt habe ich noch eine Frage, die man wahrscheinlich nur in Deutschland stellt, weil das hier ein spezielles Thema ist. Inwiefern sind denn Partner auch bereit, oder der Markt insgesamt, muss man ja hierzulande sagen, für Ausbildung, für Weiterbildung und auch für diese Art von Services tatsächlich auch Geld zu bezahlen. Das ist in anderen Ländern an vielen Stellen selbstverständlich, in Deutschland aber immer noch so ein, naja, stiefmütterlich behandeltes Thema, weil man generell davon ausgeht oder auch in der IT dazu fast erzogen wurde, Service ist sowieso kostenlos dabei, ich kaufe ein Produkt und dann ist alles drumherum sowieso kostenlos an Bord. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Wächst da die Bereitschaft, sich auch dazu zu committen, solche wirklich wertvollen Services zu bezahlen? Das ist ganz sicher eine Herausforderung, die wir in Deutschland haben, dass Ausbildungsbudgets hart zu finden sind, hart zu bekommen sind für die Fachabteilungen. Umso wichtiger ist es, dass man auch eine Beratung darum herum bietet, damit der Kunde das Gefühl hat und dass auch genau das findet, was er braucht. Dass er das Gefühl hat, gut beraten zu werden und die Investition, die er hat, die knappen Mittel, die er einsetzen kann für Ausbildung, dass die auch entsprechend richtig eingesetzt werden. Entweder das richtige Training zu finden auf einer Standard basierend, was immer günstiger ist als Individualtrainings, oder aber ein maßgeschneidertes Training so zusammenzustellen, dass in möglichst kurzer Zeit das Wissen entsprechend punktgenau vermittelt werden kann. Das ist genau die Herausforderung, warum ich auch glaube, dass es nicht ein Nebenbeigeschäft sein kann, auch nicht für einen Partner oder Distributor, sondern auch ein gewisser wiederum Spezialisierungsgrad braucht, um genau das adressieren zu können und die richtigen Angebote bei den Ausbildungsbudgets zu adressieren. Ist es schon der Fall, beobachtet? Ist es schon eine gewisse Selbstverständlichkeit, zumindest bei den Partnern, die das Angebot der Akademie nutzen, das auch wirklich als wertvollen Beitrag zu erachten und dafür auch tatsächlich zu bezahlen? Unbedingt. Also es sind ja zwei Arten, wie die Partner mit dem Ausbildungsthema umgehen. Zum einen, wie wir gesagt haben, sich selber daran zu beteiligen, zum anderen aber es als Bestandteil ihres Angebotes und in ihr Portfolio mit aufzunehmen, ohne selbst
unbedingt so eine Ausbildung liefern zu können, sie ist trotzdem seinem Kunden zur Verfügung zu stellen und mit unserer Hilfe nicht das Wissen selber aufbauen zu müssen, wie man so ein Ausbildungskonzept dem Kunden wirklich maßgeschneidert zur Verfügung stellt und die Beratung, sondern das kann er bei seinem Distributor dann wiederfinden und wir unterstützen ihn neutral als dabei, wirklich für seinen Kunden das maßgeschneiderte Angebot da zusammenzustellen. Also der Kauf einer neuen Technologie hat unmittelbare Korrelation zu Trainingsbedarf. Wenn ich was Neues mir anschaffe, in eine neue Technologie investiere, gibt es unmittelbar auch irgendeine Art von Ausbildungsbedarf. Und der Partner kann sich dort beim Kunden in dem Mehrwert noch ein Stück weiter mit einbringen, ohne dass er selber das Know-how aufbauen muss, wie ich Ausbildung einem Kunden zur Verfügung stelle. Okay. Vielen Dank, Herr Behrens, für das Gespräch. Und dann werden wir einfach die weitere Entwicklung der FNET Academy begleiten und vielleicht in einem Jahr nochmal ein Statusgespräch hier führen, was sich bis dahin getan hat.